Hallo, heute ist Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann mein Gast auf dem H1-Sofa. Seit 2003 hat die Theologin und Autorin an Hannovers Wahrzeichenkirche gearbeitet und gepredigt. Doch in wenigen Tagen ist Schluss. Die beliebte Pastorin wird am 13. Juni in den Ruhestand verabschiedet. Was hat sie in der Marktkirche bewirkt? Welche Wünsche, Hoffnungen, aber auch vielleicht Sorgen bewegen sie zum Abschied? Darüber wollen wir jetzt reden. Hallo, Frau Kreisel-Liebermann. Hallo, Frau Berger. Herzlichen Schön, Dank, dass Sie da sind. Wie fühlen Sie sich jetzt eigentlich so kurz vorm Abschied? Bisschen wehmütig? Eigentlich gar nicht. Also die Erleichterung nimmt mehr und mehr zu. Im Moment ist der Zeitdruck natürlich noch ganz irrsinnig, weil noch so viel erledigt werden muss. Aber die Erleichterung ist in Sicht sozusagen. Was hat es so eigentlich für Sie bedeutet, an Hannovers wichtigster Kirche, man sagt auch die Wahrzeichenkirche, Hannovers Pastorin zu sein? War so beim Amtsantritt so ein bisschen Bammel, wie man so volkstümlich sagen würde, dabei? Ja, sicher auch. Ich hatte und habe auch immer Respekt vor dieser Kirche. Wobei sie auf der anderen Seite etwas so Bergendes hat, durch diese roten Wände, den roten Boden. Also man sagt auch so ein bisschen fast wie so ein Uterus schützend da ist. Aber ich weiß auch, dass natürlich sie besonders im Fokus ist oder das, was wir da sagen. Und ich habe ja auch häufig Reaktionen gekriegt, positive, aber auch sehr kritische. Wie war das so, als wir als junge Pastorin erstmal diese ehrwürdigen Kanzelstufen da emporstiegen und dann auf ihre Zuhörer hinabblickten? Ich war zum Glück ja nicht mehr ganz so jung. Ich war 47 und war vorher auch an einer Innenstadtkirche in Göttingen, in der Jakobikirche. Und die war auch schon sehr stark unter Beobachtung. Insofern war ich da ein bisschen geschult. Aber die Treppen in der Marktkirche zur Kanzel sind sehr besonders, weil sie sehr luftig sind. Und dafür habe ich mich schon sehr beobachtet gefühlt und habe dann eine Dramaturgin gebeten, mit mir mal alle Wege abzugehen. Das war sehr, sehr hilfreich. Und habe auch Vorgänger, Vorgängerinnen gefragt, was ist für euch eigentlich wichtig, in der Marktkirche zu beachten? Ja, das hat offensichtlich gewirkt, diese gute Einführung. Sie haben Ihren Abschied unter einen Satz aus dem 31. Psalm gestellt. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Warum haben Sie dieses Wort gewählt? Es ist schon so etwas wie ein Motto für mich. Es war mal Kirchentagsmotto. Und für mich war immer sozusagen nur Gemeinde zu eng. Und nur Theologie, obwohl Theologie so vielseitig ist, auch zu eng. Das heißt, ich habe auch versucht zu schreiben, eine Zeitschrift zu machen und pädagogisch tätig zu sein. Und ich wollte auch immer in alle Richtungen gucken können. Also nicht nur so, sondern die Weite spüren. Und ich, mit dem Glauben ist für mich auch die Weite des Lebens und der Vielfalt verbunden. Wir haben hier so bei H1 einen kleinen Brauch, einen Fragebogen zu beantworten. Aber weil das so etwas Besonderes ist, dass Sie die Marktkirchenpastorin sind und bald Abschied nehmen, haben wir die 10 Fragen jetzt mal ganz ins Zeichen der Marktkirche gestellt. Alles gut. Mal ein paar Sätze ganz kurz ergänzen. Ich liebe die Marktkirche, weil... Weil sie wunderschön warm ist, schlicht, weil sie offen ist und auch wegen der wunderbaren Musik und der Ausstellung, die wir zeigen können. Mein schönster Platz in der Marktkirche ist? Ist mittlerweile der, wenn ich durch die Glastür in die Marktkirche eintrete, weil dann öffnet sich der Raum. Diese 3 Attribute sollten immer zur Marktkirche gehören? Offen, warmherzig und solidarisch oder Nächstenliebe. Das kostbarste Stück in der Marktkirche ist natürlich der Altar, der in der ersten gotischen Kirche schon da war, zwischendrin aber nicht mehr. Ein Holzschnitzaltar, vergoldet, sehr lebendig, sehr bewegend. Ein geschnitztes Bilderbuch, kann man fast sagen. Kann man so sagen, genau. Das ist die Passionsgeschichte. Ja, genau. Von den Menschen, die vor mir an der Marktkirche gewirkt haben, ist mein Vorbild oder schätze ich besonders? Sie hat nicht richtig an der Marktkirche gewirkt, aber sie hat etwas der Marktkirche geschenkt. Elisabeth von Kahlenberg, vertrieben aus ihrer
Heimat sozusagen oder dort, wo sie eigentlich hingehörte, nach Kahlenberg und das Umland. Und dann war sie ja in Hannover und hat Asyl gefunden und hat der Marktkirche einen Kelch und eine Patene gestiftet. Eine mutige Reformatorin, mutige Frau, die unter anderem von ihrem Sohn sehr schlecht behandelt wurde. Dann Hans Lilje, der Bischof nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner ökumenischen Weite, natürlich sehr patriarchal. Ja. Und der Superintendent Flügge, ein friedensbewegter Mensch, der sehr viel auch in der Marktkirche ermöglicht hat. Das sind wichtige Vorbilder für mich, die ich natürlich nicht alle kannte. Ja. Einer der schönsten Momente in der Marktkirche war für mich? War für mich 2015, als der erste Aufmarsch hier der Hagida, der hannoverschen Pegida war und die Marktkirche überquoll und wir ein interreligiöses Friedensgebet hatten, innerhalb von wenigen Tagen zusammengerufen. Einer der schwersten Momente in der Marktkirche war für mich? Der Rücktritt von Margot Käßmann. In der Marktkirche ist immer Platz für? Menschen, die ohne Obdach sind, Menschen verschiedensten Glaubens, verschiedenster kultureller und auch sexueller Orientierung. In der Ökumene ist für die Marktkirche? Einerseits katholisch-evangelisch natürlich, gemeinsam mit Clemens, andererseits weltweit mit dem evangelisch-lutherischen Missionswerk feiern wir regelmäßig Gottesdienste und vor allem auch mit unserer Partnerkirche in Bristol, der Cathedral. Kirchenasyl kann ich mir für die Marktkirche? Wir haben das unterzeichnet, dass wir Kirchenasyl unterstützen. Es ist aber schwierig, das zu realisieren. Die Kirche ist so öffentlich und wir haben keine Räume, wo man Menschen wirklich geschützt verbergen kann. Ich wünsche mir für die Zukunft der Marktkirche, wenn jetzt eine kurze Antwort möglich wäre, wäre schön. Dass manches weitergeht, dass manches weitergeführt wird, wie der Hiroshima-Tag, das Pilgern. Aber dass vor allem die Marktkirche noch viel mehr Dinge auch für jüngere Menschen entwickelt und findet. Frau Kreisel-Liebermann, Sie haben als junge Pastorin 3 Kinder großgezogen, so ganz neben der Arbeit. Das war sicher sehr schwer. Haben es die Pastorinnen heute leichter, Familie und Arbeit unter einen Hut zu bringen? Ich denke, die Schwierigkeiten, manche sind genauso wie früher, wobei ich meine Kinder im Studium im Vikariat bekommen habe und kaum Pausen, sozusagen längere Erziehungspausen gemacht habe. Manches ist leichter durch dieses Erziehungsjahr, aber nach wie vor ist schon noch das Bild sehr präsent. Der Pastor, die Pastorin ist immer für uns da und die Trennung sozusagen von privat und dienstlich ist nicht ganz einfach und das macht ein berufliches und familiäres Leben einerseits sehr vielfältig und bunt, andererseits auch schwierig. Ja, Sie haben da was Wichtiges gesagt. Die Pastorin ist immer für Sie da. Sie kennen keinen 8-Stunden-Tag. Trotzdem haben Sie eine große Familie, 3 Söhne, also Ehemann natürlich, 3 Söhne, 3 Schwiegertöchter, 7 Enkelkinder. Haben Sie manchmal das Gefühl, Ihrer Familie fehlt was? Oder hat Ihre Familie Sie in diesem Anspruch, in dem Sie ja gelebt haben, gestützt und verstanden? Also, ich denke beides. Oft war das für die Kinder schwierig, dass ich da war und nicht da war. Das galt ebenso für meinen Mann. Wir waren im Haus und hatten Gruppen oder hatten Veranstaltungen oder haben Predigten geschrieben, aber waren eben zwar ansprechbar, aber nicht richtig da. Andererseits haben meine Kinder ganz wesentliche Dinge gelernt, wenn Obdachlose zu uns kamen. Die konnten nachher Brote schmieren, die wussten, wem sie was geben können, die haben den Gemeinderaum geöffnet. Die wussten auch, dass sozusagen privat und dienstlich nicht getrennt sein müssen, sondern dass man da Übergänge schaffen kann. Und meine Kinder sind alle 3 sehr, sehr sozial, unsere 3 Söhne, das finde ich großartig. Mein Mann und ich haben natürlich oft gerungen, wessen Arbeit hat Vorrang oder wer hütet jetzt die Kinder. Da haben wir uns oft die Klinke in die Hand gegeben. Das ist so. Und sicher sind wir unseren Kindern auch etwas schuldig geblieben, ohne Frage. Das klingt nach tollem Team, aber trotzdem mal ein bisschen provozierend gefragt. Oma Pastor, Opa Pastor, wie ist das denn so mit der jungen Generation? Sind die auch dem christlichen Glauben, also treu geblieben, sind die im christlichen Glauben erwachsen oder war denn auch manchmal so, jetzt wollen wir mal was anderes machen als
Ja, also ab einer bestimmten Phase haben sie gestreikt, beim Krippenspiel mitzumachen, die jüngeren Jungs. Und sie sind alle kritisch gegenüber der Kirche. Das hängt auch damit zusammen, dass wir nicht so gut von unserer Kirchenleitung behandelt wurden. Wir waren ja zu viele und wurden sozusagen, mussten ja zwangsteilen, unsere Stelle und dergleichen. Sie haben eine kritische Haltung zur Kirche, aber auch alle eine Nähe. Und darüber freue ich mich sehr. Drei Enkelkinder sind katholisch, unsere eine Schwiegertochter auch. Aber, sag ich mal, sie suchen die Nähe, die Verbindung und sind wie alle in diesen Altersgruppen nicht die engagiertesten Kirchgänger, aber auch nicht abgewandt. Sie blicken ganz zufrieden auf Ihre wunderbare Familienschar. Ja, wunderbar. Das ist schön. Ja. Frau Kreisel-Liebermann, wir alle haben ja schwere Monate durch die Corona-Pandemie hinter uns. Ich würde jetzt erstmal Sie ganz persönlich fragen, wie hat die Corona-Pandemie Ihr persönliches Leben beeinflusst und geändert? Haben sich Werte, Einstellungen, Betrachtungsweisen geändert? Wie war das bei Ihnen? Mich hat es sehr, sehr gefordert. Wir haben so ziemlich schnell sogenannte geistliche Impulse entwickelt, also dienstlich, weil ich das Gefühl hatte, wir können uns ja nicht zurückziehen. Wir müssen jetzt ja eher zu den Menschen gehen. Das war das Berufliche. Und ich habe versucht, mit dem Team schnell zu vereinbaren, wer ins Homeoffice geht, welche Aufgaben die Küster und die Küsterin übernehmen, dass sie nicht zu viele Minusstunden bekommen, weil ja die Kirche geschlossen waren. Privat, muss ich sagen, habe ich so eine Krise noch nie erlebt. Und ich war auch verunsichert zu Beginn, was ist jetzt gut und was nicht. Wir haben natürlich auch die Kinder erstmal nicht besucht, meine Mutter nicht besucht. Ich finde, der Vorteil ist, wenn man ein Paar ist, ist das ein einfach. Segen gegenüber allen, die allein leben. Ja. Für mich war ganz schwer, dass ich Sterbende nicht besuchen konnte und dass ich auch in der Gemeinde mitbekommen habe, dass manche ihre Mutter, Vater, Angehörigen, Ehemann nicht besuchen konnten und ich nichts machen konnte, weil das untersagt war. Schwierig fand ich auch am Anfang die Kommunikation darüber. Und ganz besonders belastend tut mich diese sogenannte Querdenkerbewegung. Ja. Wobei ich es auch eine Unverschämtheit finde, dass die ein Wort, was ich positiv besetzt hatte bis dahin, einfach für sich nutzen. Ja, in Anspruch das macht mir große Sorgen, diese sogenannten neuen alten Rechten und wie sie manipulativ wirken. Das finde ich alles sehr negativ. Und die jetzige Entwicklung mit Impfungen und mit Testungen und so, das finde ich jetzt sehr entlastend und muss sagen, ich hoffe auch, dass der Sommer wirklich dann oder im Herbst die Normalität wieder da ist. Was mich auch sehr belastet hat, ist, dass ich wusste, wie viele Künstler und Künstlerinnen plötzlich total ans Limit kommen. Und wir haben versucht, das ein bisschen aufzufangen in der Markkirche. Was haben Sie denn so in Ihrem Umfeld, in Ihrer Gemeinde beobachtet, sind die Menschen trotz der räumlichen Entfernung einander näher gerückt oder ist der Abstand zwischen den Menschen immer größer geworden und jeder so ein kleiner Egoist, sage ich mal, geworden? Die in die Kirche gekommen sind, ziemlich regelmäßig, da hatte ich immer das Gefühl, das sind viele, die auch wirklich diese Nähe suchen in der Distanz. Ja. Und man sah es auch, dass sie draußen noch mal zusammenstanden und. Ich fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn ich nicht mit dem Fahrrad fahre. Da empfand ich es manchmal als sehr grenzwertig und wenig gnädig manchmal mit anderen. Ich nehme wahr, dass durch diese Masken und so der Blick sozusagen so ein bisschen eingeengt ist und die Menschen anders durch die Straßen gehen. Ich kann nicht sagen, dass der Egoismus in dem Umfeld, das ich wahrnehme, zugenommen hat, eher das Leid. Ja. Nun grübeln ja viele Menschen darüber nach, welch tieferer Sinn hinter Corona steht. Ich glaube, es hat uns eins erstmal gezeigt, wir Menschen, die wir immer alles glauben zu können, von der künstlichen Intelligenz bis zum selbstfahrenden Auto, sind doch sehr verletzlich. Aber geht das noch ein bisschen tiefer, dass vielleicht eine Warnung Gottes dahinter steht? Also so könnt ihr Menschen nicht mehr weitermachen? Das glaube ich nicht. Eher ist meine Einschätzung so, es ist wirklich ein Schuss vor den Bug, wie man so sagt. Ja.
das ist aber schon länger meine Haltung, dass ich denke, wir sind viel zu größenwahnsinnig, was Dinge angeht, was wir machen können, müssen wir nicht alles tun und machen. Wir eröffnen in dieser Woche das Festival der Philosophie, was in der Marktkirche gewesen wäre, zum Thema Weisheit und Wissenschaft. Und mich bewegt schon, dass die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die jetzt öffentlich aufgetreten sind zur Corona-Pandemie, sehr häufig sehr weise waren mit ihren Einschätzungen. Und davon können wir sicher etwas lernen. Ich denke, für mich ist Gott eher mit und bei den Leidenden, als dass er Menschen bestraft, er oder sie Menschen bestraft. Das ist eigentlich nach der Sintflut zu Ende. Nun haben Sie vorhin schon gesagt, welche großen Herausforderungen neuer technischer Art auf Sie und die Kirchen zurückgekommen sind. Ist das jetzt eigentlich gut oder schlecht, dass die Menschen daran gewöhnt sind, ach, ich kann meinen Gottesdienst ja auch digital sehen, ich kann mein Gebet auch digital im Geiste, wenn ich da vor meinem Zoom sitze oder vor meinem Podcast sitze, mitvollziehen. Was hat dieser Digitalisierungsschub für die Kirche bewirkt jetzt? Ich denke, das ist eine weitere Variante, die gut ist für all jene, die nicht kommen können oder wollen. Und die gerne sozusagen im Bademantel am Küchentisch den Gottesdienst feiern und dabei einen Kaffee trinken. Das ist ein zusätzliches Angebot, das finde ich gut. Mir macht das auch Freude und ich danke auch H1, dass sie etliche Gottesdienst gefilmt und auch gesendet haben. Vor allem für jene, die keinen Computer haben. Aber es ersetzt nicht das persönliche Miteinander. Also da bin ich sicher. Ja, man muss ja auch schwer darüber nachdenken, denn egal ob mit oder ohne Pandemie, die Kirchenaustritte sind dramatisch. Gerade Sie in der Marktkirche verzeichnen ja auch gerade fürs letzte Jahr sehr deutlich angestiegene Kirchenaustritte. Woran liegt das? Wollen die Menschen, brauchen die Menschen die Kirche nicht mehr? Haben Sie Erklärungen dafür? Da die das ja nicht sagen genau, aber es ist schon auffällig, das ist das erste Mal, dass wir so viele Kirchenaustritte haben von Menschen um die 20. Ich denke, es hat einen finanziellen Grund, dass jetzt so die Einnahmen im Service und so weiter nicht da sind. Aber man sagt auch in allen Studien, es tritt nur jemand aus, der ohnehin schon nicht mehr so eine starke Bindung hat. Ja. Also ich denke, wir müssen neue Programme, neue Angebote für diese Altersgruppe entwickeln. Und wir werden immer älter, das heißt auch die Senioren sind ja sehr viel differenzierter. Da kommt auf meine nachfolgenden und gegenwärtig Tätigen einiges zu. Die Kirche ist aber auch unterwegs mit innovativen Projekten und Programmen. Auch in der Marktkirche so? Ja, auch in der Marktkirche. Wir probieren ja auch immer mal wieder was Neues aus. Ja. Und wir haben ja auch Jüngere in unseren Chören zum Beispiel, deutlich. Aber ich denke, manche Ressourcen nutzen wir noch nicht gut genug. Das ist ein deutlicher Hinweis für Ihre Nachfolger. Aber es ist ja eins eigentlich unstrittig, die christlichen Kirchen schrumpfen. Die muslimische Bevölkerung nimmt auch bei uns zu. Rücken die christlichen Kirchen jetzt eigentlich angesichts dieser Verschiebung der Struktur weiter zusammen? Das heißt, Sie haben Ökumene ja schon erwähnt. Ja. Ist die Ökumene jetzt sozusagen zwangsläufig eine Entwicklung, die kommen muss? Ich würde nicht sagen zwangsläufig, sondern es wäre sinnvoll, dass wir mehr zusammen machen. Mhm. Zum Beispiel in meiner Nachbarschaft, wo ich jetzt wohne, in Havelse, entsteht, weil eine Kirche zusammengebrochen ist, das Dach und ein ökumenisches Zentrum. Das finde ich richtig. Das ist nicht neu. Das gab es in den 70ern und war zwischendrin so ein bisschen aus dem Blick geraten. Aber die Impulse sollten noch viel stärker in die Richtung gehen, auch mit Migrationsgemeinden. Einfach stärker zusammenzuarbeiten und zu sagen, wo finden wir die Punkte, wo wir was gemeinsam tun? Wo gibt es natürlich auch immer noch Unterschiede, die leider bestehen? Naja, wir hatten ja gerade einen ökumenischen Kirchentag. In Niedersachsen wird die Zusammenlegung des Religionsunterrichtes diskutiert. Genau. Ich bin da ein bisschen unsicher. Ist das ein Zeichen der Hoffnung, dass es weitergeht mit der Ökumene oder so ein bisschen ein Zeichen der Verzweiflung? Alleine sind wir gar nicht mehr stark genug, um das zu wuppen. Also den ökumenischen Religionsunterricht finde ich richtig. Ja. Weil ich denke, gerade es gibt sehr viel verschiedene, wie man das nennt, Familien, das wäre hilfreich. Und auch zum gegenseitigen Verständnis. Ist das besser, unterrichtet gemeinsam oder unterrichtet sozusagen evangelisch-katholisch zusammen? Viele Menschen
beschweren sich, wenn der Papst irgendetwas macht bei der evangelischen Kirche. Ja. Also es ist nicht mehr nach außen so sichtbar, wenn man nicht zum internen Zirkel gehört. Ja. Eins würde ich ja mal gerne ganz ehrlich wissen. Zu Ihrer Verabschiedung redet auch der Oberbürgermeister. Er ist muslimischen Glaubens. Wie empfinden Sie das? Ich finde das gut. Es gibt sozusagen die Vielfalt unserer Bevölkerung wieder. Und er ist ja ein sehr höflicher Mensch und ein liberaler Muslim. Ich denke, damit werden natürlich auch alle, die sozusagen einen türkischen Migrationshintergrund haben, das darf man eigentlich nicht mehr sagen, dieses Wort, aber ich sage das jetzt mal, werden natürlich dadurch, dass er der Oberbürgermeister wird, auch noch mehr anerkannt und aufgewertet. Ja. Und das finde ich gut. Gut für unsere Gemeinschaft. Genau. Aber unsere Gemeinschaft hat eine andere große Sorge. Der Rechtsradikalismus wächst stark. Ich frage erst mal ganz allgemein, was ist da los? Was passiert da mit unserer Gesellschaft, dass Rechtsradikalismus wieder so stark werden kann? Ich denke, das war dieses Potenzial will ich es gar nicht nennen. Also diese, sage ich mal, diese braune Gesinnung war immer da. Die Entnazifizierung, wie sie so heißt, ist ja auch nicht komplett durchgeführt worden. Es haben ja viele doch sich da durchgemogelt. Und ich fürchte, dass zum Beispiel etwas versäumt wurde, nämlich dadurch, dass man viele so Initiativen, die in den neuen Bundesländern waren, die für die Demokratisierung gesorgt haben, dafür da waren, die wurden ja beendet. Unter anderem von Frau von der Leyen damals. Da hat man einfach versäumt, den Menschen mehr zu vermitteln, was bedeutet eigentlich Demokratie, wo kannst du dich beteiligen. Da ist viel Frust und es gibt auch sicher viele Menschen, denen dieses einfache Denken entgegenkommt. Das tut mir unendlich leid. Das wird sicherlich auch befördert, gerade jetzt durch die Pandemie, wo viele gar nicht zur Schule gehen, wo manches nicht stattfindet, wo der Frust auch über Arbeitsverlust größer ist. Und die sind in ihrer Manipulationsfähigkeit sehr gut, die Rechten und Rechtsextremen. Aber es kommt ja noch eine andere Komponente dazu. Die radikalen und gewalttätigen Antisemitismus ist vielfach genährt von arabisch-muslimischen Zuwanderern. Ja. Ist dann auch mehr politisch eigentlich als religiös vielleicht dieser Antisemitismus. Machen wir da etwas falsch in unserer Gesellschaft? Dringen wir zu wenig darauf, dass diese Menschen mit arabisch-muslimischem Hintergrund besser in unsere Gesellschaft integrieren? Ich denke, da muss man sehr differenzieren. Wir hatten zum Beispiel eine Ausstellung mit syrischen Künstlern, die waren natürlich sehr hochgebildet und das ist überhaupt nicht so. Das ist ein Bildungsfaktor absolut aus meiner Sicht und da denke ich, sind wir nicht gut genug, die jungen Leute abzuholen. Sondern sie fallen manchmal durch alle möglichen Raster, sind auch frustriert und sozusagen kommen nicht in die Situation, darüber nachzudenken, ob das hier stimmt. Ja. Natürlich ist das im Nahen Osten sozusagen ein Schema, in dem viele arabisch-muslimische junge Leute aufwachsen. Israel als einziges demokratisches Land ist der Feind. Das wird auch genährt in manchen Ländern dort und nicht eher sozusagen differenziert. Das ist ein Bildungsproblem, das wir haben. Und das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen. Da habe ich eine Frage, die mir in diesem Zusammenhang einfällt. Wie politisch dürfen eigentlich Pastoren sein? Wie politisch müssen Pastoren sein? Wir sind so genauso Bürger, Bürgerinnen wie alle. Und ich finde, wir müssen alle irgendwie eine politische Haltung, politische Meinung haben. Mir wurde damals eingeschärft von meinem Landessuperintendenten Rolf Koppe, nicht parteipolitisch zu sein. Natürlich stehe ich einer Partei näher als der anderen, aber das ist ganz wichtig, nicht da sozusagen so eng gebunden zu sein, selbst wenn ich Mitglied wäre. Aber eine grundsätzlich politische Einstellung zu haben, halte ich für unerlässlich für uns Pastoren, Pastorinnen. Ja. Sie sind nun eine Pastorin der lutherischen Landeskirche. Luther war immer ein Wort der kraftvollen Predigt. Darum mal die Frage, was ist für Sie eigentlich wichtig? Mehr die Verkündung des Wortes oder aber sich um solche sozialen, ethischen oder auch politischen Fragen zu kümmern und zu engagieren? Ich kann das nicht trennen. Also man sagt auch theologisch, Liturgie und Diakonie gehören eng miteinander zusammen. Ja. Also wer sich sozusagen nicht um die Nächsten kümmert, darf eigentlich auch nicht predigen.
Aber es gibt ja verschiedenste Predigtstile und mal ist mehr die seelsorgerliche, mal mehr die politische, mal mehr die kreative oder die poetische. Ich versuche vielfältig zu predigen, je nach Text und auch nach Anlass. Ja. Sie sind keine Prophetin, aber ich würde trotzdem noch mal eine ganz kurze Frage wagen. Der Streit um das Reformationsfenster, das Herr Luther gewidmet ist, ist jetzt in der zweiten Instanz am Oberlandesgericht Celle anhängig. Wird die Kirche letztlich und der Stifter obsiegen, dass das Marktkirchenfenster irgendwann mal eingebaut werden kann? Ich hoffe das sehr. Ich kann das nicht sozusagen voraussehen, aber ich hoffe das sehr. Also wenn es nicht gelänge, muss ich sagen, das wäre schon sehr kritisch, weil es bedeuten würde, wir sind nicht Herren unseres eigenen Hauses. Und Veränderung darf nicht sein. Und das fände ich äußerst kritisch. Das war immer in den Jahrhunderten so. Ja, Sie haben sich auch als Marktkirchenpastorin immer für das Fenster mit engagiert. Vielleicht oder hoffentlich sind Sie denn bei der Einweihung dabei. Wer weiß, wie lange es noch dauert. Ja. Aber jetzt reden wir erst mal über Ihren Abschied. Ja. Der ist am 13. Juni, ich sagte schon, aber auch unter Corona-Bedingungen. Genau. Was heißt das für die Teilnahme der Menschen, die sich von Ihnen verabschieden wollen? Also wir können maximal 200 plus, je nach Gruppen und Haushalten sozusagen, in die Marktkirche lassen. Wir können natürlich keinen Empfang machen, was ich so mir gewünscht hätte. Auf dem Platz gibt es Beisammensein mit sozusagen Getränk und was zu essen. Das dürfen wir alles nicht. Wir machen aber vorher noch am Sonnabend um 16 Uhr eine Andacht mit dem Kinder- und Jugendchor und mit Kindergarten und auch einem Grußwort, um vor allem auch der Gemeinde noch die Möglichkeit zu geben. Ja, das ist schade, aber es ist halt so. Ich kann es nicht ändern. Ich habe eine kleine gute Nachricht. H1 überträgt ja ihren Eröffnungsgottesdienst live ab 15 Uhr. Da hoffen wir doch sehr, dass da viele, viele Menschen auch noch bei Ihnen dabei sein können. Sie haben in Ihrer Einladung geschrieben, dass Sie keine Geschenke wollen, sondern lieber eine Spende zur Unterstützung von benachteiligten Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten, Gebieten, Entschuldigung. Warum liegt Ihnen das so am Herzen? Ich finde, etwas Beschämendes in unserer Gesellschaft ist nach wie vor, dass es Femizide gibt. Dafür sind Sie ja auch da, darum kümmern Sie sich auch. Also Frauen aufgrund ihres Geschlechtes oft von ihren Partnern oder ehemaligen Partnern umgebracht werden. Das ist beschämend für unsere Gesellschaft. Und 1991 war ja der Jugoslawienkrieg und da wurden sozusagen die Gewalt an Frauen als mit Waffe eingesetzt. Und ich muss sagen, das hat mich damals dermaßen geschockt. Da wurde das ja gegründet, Medico Mondiale. Das habe ich immer mit großer Achtung wahrgenommen. Die Frau, die das gegründet hat und auch, wie sie das weiterführen. Und ich denke, ich bin gut gesettelt und diese Initiative braucht dringend Geld. Ja, ich darf das auch sagen, Sie bezeichnen sich ja auch als feministische Theologin. Das heißt, die Anliegen der Frauen sind und waren immer ihre Herzensangelegenheit. Das wird sicher so bleiben. Ja. Ihr Nachfolger, Pastor Mark Blessing, der zurzeit als Auslandspastor in Genf wirkt, hat sich ja schon in der Marktkirche vorgestellt. Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger? Ich wünsche ihm, dass er von der Gemeinde und dem Kirchenvorstand freundlich aufgenommen wird und dass er die Möglichkeit bekommt, neue Projekte zu entwickeln und damit erfolgreich ist. Das wünsche ich ihm. Und dass er auch in der Stadtgesellschaft sich gut vernetzen kann. Weil das war für mich ganz, ganz wichtig, um auch Projekte zu realisieren. Wie stellen Sie sich denn Ihren Ruhestand vor? Haben Sie Pläne? Was ich ganz wunderbar finde, ist, wenn ich dann einfach morgens sagen kann, so, jetzt mache ich heute das und ich muss nicht einen Terminkalender abarbeiten. Ja. Ich möchte gern sehr viel draußen sein, weil ich doch oft jetzt viel drinnen an Schreibtischen in Konferenzen war. Ich möchte oft meine Kinder und Enkelkinder sehen. Und ein Projekt haben wir vor, das ist Urlauberseelsorge am Gardasee, wenn es dann möglich ist. Ja. Und so es denn möglich ist, auch gerne wieder reisen und Fahrradtouren machen, längere und so weiter. Das sei Ihnen von Herzen gewünscht. Aber ich würde doch mal noch mal wissen wollen, werden wir Sie irgendwann doch mal wieder in der Marktkirche predigen hören?
Das hoffe ich sehr. Also ich bleibe Mitglied der Gemeinde und ich habe das so gehandhabt, dass ich die Vorgänger, Vorgängerinnen, die das wollten, immer eingeladen habe, in der Marktkirche zu predigen. Das würde ich ab und an auch gern tun. Ja, das ist ein gutes Wort. Wir freuen uns, dass Sie nicht ganz aus der Marktkirche verschwinden werden. Ja. Alles, alles Gute für den Ruhestand und danke für die Zeit an der Marktkirche. Ja, danke für das Gespräch, Robert. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.